Hallo, wir sind an unserem letzten Stop auf unserer großen Vietnam-Reise angekommen, die doch irgendwie so ein bisschen anders verlaufen ist, als wir uns das eigentlich am Anfang vorgestellt haben, glaube ich. Wir sind in Hanoi in der Hauptstadt angekommen, gerade eben. Wir sind literally heute Morgen einmal losgeflogen, viel zu früh, wenn ihr uns bringt, deswegen sind wir noch ein bisschen verstrahlt. Aber wir sind jetzt hier, die letzten Tage verbringen wir hier, bevor dann unsere Reise weitergeht. Wir haben uns überlegt, in diesem Video einfach mal unsere ganze Reise hier in Vietnam Revue passieren zu lassen, mal das zu reflektieren, was war gut, was war schlecht, weil eins können wir verraten, das Land hier hat uns auf eine ganz andere Art und Weise gefordert, herausgefordert, überrascht, im Positiven wie auch im Negativen. Und ich glaube, unsere ganze Vietnam-Reise war am Ende gar nicht so, wie wir es geplant hatten, was aber einfach zum Reisen dazugehört und was dahinter steckt und wie uns am Ende jetzt doch Vietnam als Land gefallen hat, das verraten wir in diesem Video. Hi, wir sind Laura und Finn. Seit 2020 reisen wir als Vollzeit-Weltenbummler und digitale Nomaden um die Welt. Aktuell sind wir auf einer Reise quer durch Südostasien unterwegs und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal jede Menge Reisetipps, Guides und Reiseinspirationen. Jetzt sind wir zum ersten Mal in Vietnam unterwegs und bereisen dieses Land von Süden nach Norden. Abonniere jetzt schon mal unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sind hier im Hanoi Asia Hotel und wir hatten definitiv bessere Hotels hier auf unserer Reise. Der absolute Worst Case. Scheiß, Drecks, Bad Bugs. Wirklich, das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nicht einmal in all den Jahren Backpacking durch jedes Hostel dieser Welt. Oh Gott, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich absolut wahnsinnig. Und das an so einem Tag. So eine Scheiße, ey. Wir waren vorhin im Zimmer und da meinte Laura schon so, dass da so ein bisschen was rumgesprungen ist. Und dann haben wir so ein paar Ameisen gefunden. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, es sind nur Ameisen. Jetzt, waren wir aber wieder, sind wir gerade von einem super langen Tag nach Hause gekommen und waren jetzt wieder im Bett und es sind einfach überall so kleine Viecher, die springen sogar auch so ein bisschen. Also wir haben versucht, ein paar Fotos davon zu machen, richtig widerlich. Wir werden jetzt sofort das Hotel wechseln, weil da kenne ich echt gar nichts. Also, aber dafür ist es auch sehr günstig, glaube ich. Also es gibt so, da ist so ein Einzelbett, Doppelbett und hier ist noch ein Einzelbett. Also wer nicht artig ist, der muss aufs Einzelbett, glaube ich. Also wir hatten schon richtig coole Unterkünfte hier, also sehr günstig. Ich glaube, rein von den Unterkünften war jetzt Vietnam wahrscheinlich unsere günstigste Destination bis jetzt. Da haben wir wirklich teilweise 14, 15 Euro für ein privates Zimmer gezahlt. Ich glaube, hier zahlen wir jetzt auch 16, 17 Euro die Nacht, die auch teilweise wirklich sehr gut waren. Also gerade in unserem letzten Stop Da Nang hatten wir... Die Unterkunft war der absolute Knaller, das war echt richtig geil. Das war super nice. Bati ist auf jeden Fall auch sehr geil, weil es ist gefühlt nur einen Meter breit. Und dann ist da direkt die Dusche. Also immer wenn man jetzt duschen wird, wird auf jeden Fall das komplette Bad komplett nass. Genau. Klo-Dusche. Jetzt geht's aber erstmal einen Kaffee trinken. Nee, essen. Erstmal was essen, dann Kaffee. Okay, gut. Auch eine gute Kombination. Du kannst nicht mehr warten. Das stimmt, ich brauche was zu essen. Falls sich jetzt übrigens der eine oder andere denkt, hey, wie kann es denn sein, in eurem letzten Video wart ihr doch irgendwie noch in Hoi An und jetzt zeigt ihr letzte Station und Da Nang. Also wir waren nach Hoi An in Da Nang und da hatten wir dann so ein bisschen unsere Pause. Zum einen wurden wir beide super krank, ich bin immer noch super krank und wir hatten so ein kleines Reise-Burnout. Darüber haben wir auch ein separates Video gemacht, was allerdings schon vor ein paar Wochen online kam, weil wir das dann unbedingt vorziehen wollten. Heißt, schaut da gerne mal vorbei, um vielleicht ein bisschen Kontext zu verstehen. Und von Da Nang, wo wir dieses Video aufgenommen haben, sind wir dann jetzt eben nach Hanoi geflogen. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu einem ganz berühmten Banh Mi-Stand. Ich glaube, kein Restaurant wurde so uns so oft empfohlen in Vietnam. Deswegen haben wir uns gedacht, müssen wir das unbedingt mal auschecken. Was direkt am Anfang auffällt, wenn man hier in Hanoi ankommt, ist, dass es schon wirklich deutlich anders ist als Ho Chi Minh, also als Saigon. Die Städte unterscheiden sich wirklich komplett auch so vom Straßenbild. Also gerade hier in der Altstadt ist es total lokal. Es sind ganz viele kleine Häuser da. Es gibt ganz viele lokale Straßenessen und hier sind auch ganz viele irgendwie so Omis auf so Fahrrädern unterwegs. Also echt total cool. Und irgendwie fühlt sich das hier mehr nach so einem traditionellen Vietnam an und Saigon hat sich dann eher nach so einem modernen, neuen Vietnam angefühlt.
Wir sind bei Banh Mi25 und wie gesagt, kein Restaurant wurde uns so oft empfohlen wie dieses. Es soll das berühmteste Banh Mi und das leckerste in Vietnam sein. Ich meine, es gibt natürlich auch super viele leckere andere. Aber da sind wir jetzt super gespannt. Es ist schon super touristisch. Also wirklich jeder ist hier eigentlich ein Touri. Es ist definitiv kein lokaler Place und man kriegt wahrscheinlich auch schon für die Hälfte ein Banh Mi um die Ecke. Aber wir wollten uns jetzt trotzdem nicht nehmen lassen. Ich bin gespannt, wie es wird. Jetzt ist aber unser Essen da. Mal schauen, wie das schmeckt. Sehr geil. Banh Mi ist, glaube ich, neben den Suppen hier in Vietnam eines der verbreitetsten Gerichte. Und das ist eigentlich so ein Sandwich. Ich glaube, es kommt aus der französischen Kolonialzeit noch. Und da findet ihr dann ganz viel so Gemüse und Fleisch meistens drin. Und ich muss sagen, das ist echt eines der Sachen, die uns hier in Vietnam am besten geschmeckt hat. Wir haben auch wirklich bei super lokalen Ständen teilweise für nur 10 Dong Banh Mi gegessen. Die waren eigentlich alle immer sehr lecker. Wir haben jetzt ungefähr 3,20 Euro für die beiden Banh Mis bezahlt. Und ich muss sagen, es war echt ganz lecker, aber wir haben tatsächlich da schon bessere Banh Mis in Hoi An gegessen. Da waren wir echt bei einem so einem Stand, der war richtig, richtig gut. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, glaube ich, trotzdem mal vorbeizuschauen. Genau. Ja, was ist jetzt so dein Gesamtfazit zum Thema Essen in Vietnam? Also ich muss sagen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr picky bin, was das Essen angeht. Und ich tue mich oft schwer und brauche länger, um mit einer Küche warm zu werden. Aber ich war echt offen für die Küche. Ich habe echt von Anfang an, Tag 1, habe ich mich getraut. Wir haben uns vorher informiert, was es so gibt. Wir haben uns Gerichte angeguckt. Wir haben uns so YouTube-Videos angeguckt. Vorher heißt, wir haben beide, waren wir nicht so ganz überzeugt von Anfang, haben aber gesagt, wir müssen ja jetzt auch vorangehen. Und vielleicht überzeugt es uns. Und wir hatten, ich würde sagen, also ich würde sagen, dass es sehr gute lokale Küche gibt. Wir hatten fantastisches Po. Ja, also genau, das sind Po, sind so Nudelsuppen. Das ist so eine Nudelgrundlage, meistens mit Sprossen. Genau, und da hatten wir richtig gute, auch komischerweise in Hoi An. Stimmt. Und wir hatten wirklich fantastische Banh Mi. Wir hatten aber auch einfach viele Gerichte jetzt schon, die uns gar nicht geschmeckt haben. Und was man da vor allem sagen muss, ist, dass oft die Fleischqualität absolut unterirdisch ist. Also es gibt dann irgendwie Hühnchensuppe bestellt. Genau, wir haben eine Hühnchensuppe bestellt und dann waren da einfach so komische Spare Ribs drin. Und Freunde haben auch erzählt, dass sie teilweise so Hühnchenfüße in ihrer Suppe hatten. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig und es ist schon gewöhnungsbedürftig. Es gibt viele Leute, die die Küche absolut abfeiern und das ist eine ganz subjektive Einschätzung von uns. Das ist für uns persönlich, hatten wir, glaube ich, mehr Pech als Glück. Wir haben teilweise sehr gut gegessen, aber die meiste Zeit haben wir dann doch irgendwie auf westliches Essen oder Thai-Food oder so zurückgegriffen. Kleiner Asien-Fun-Fact am Rande hier. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass hier in Hanoi die Stromleitung nicht wie sonst überall in Asien, vor allem wie in Thailand, finde ich, da ist das so absolut markant, überirdisch gehen, sondern sie sind hier unterirdisch. Das habe ich, glaube ich, echt bisher in Asien noch nicht so oft gesehen. Fehlt mir fast. Ja, es fehlt fast. Ich muss echt sagen, so länger wir hier in der Stadt sind, so besser gefällt es mir. Hier ist einfach so ein Tempel hinter mir, keine Ahnung, was das ist. Wir sind da auf jeden Fall gerade mal reingegangen. Es war echt total cool. Ich glaube, es ist so ein chinesischer Tempel. Richtig schön. Und es ist alles so eigentlich mit Shops und Restaurants und Wohnhäusern und mittendrin ist dann einfach so ein Tempel. Es lohnt sich schon allein einfach mal durch diese Old Quarter zu schlendern und da verschiedene Sachen zu entdecken. Richtig nice. Wir sind jetzt noch einen Kaffee trinken gegangen und diese Empfehlung habe ich im Internet gefunden, weil es hier Soymilk und Almondmilk geben soll. Es war total süß, weil es war von außen extrem versteckt.
Dann sind wir in so einen kleinen Hinterhof rein und dann war da so ein Schild mit dem Namen des Cafés und dann waren wir aber ganz verwirrt, weil da war irgendwie keine Tür und dann kam aber einer auf dem Roller vorbeigedüst und hat gesagt, ihr müsst hoch, oben ist das Café. Dann sind wir oben hier in dem Café und es ist wirklich total süß, total liebevoll und es gibt eben alternative Milch und auch richtig viel leckeres Essen, aber für uns gibt es erstmal nur einen Kaffee. Unsere ganze Vietnam-Reise lief so gar nicht wie geplant. Wir hatten eigentlich eine super große Route mit vielen Stops geplant. Also der Plan war auf jeden Fall mit Phu Quoc anzufangen und dann auch weiter nach Ho Chi Minh City zu gehen. Aber eigentlich wollten wir dann auf eine weitere Insel, die wir dann direkt geskippt haben und weiter nach Hoi angegangen sind. Da hat es uns, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wer noch nicht den Vlog gesehen hat, da einmal vorbeischauen. Okay, da. Da wahrscheinlich. Und dann ging es für uns nach Da Nang. Und in Da Nang hat dann irgendwie alles einen ganz anderen Lauf genommen, wie wir eigentlich geplant hatten. Wir wurden irgendwie beide krank. Ich bin immer noch total krank. Und wir waren einfach saumüde und super erschöpft. Und dann haben wir angefangen, nach und nach immer mehr zu canceln. Also eigentlich wollten wir diesen Hai-Bahn-Pass nach Hue machen. Das ist ein relativ kleiner Pass, kann man innerhalb von einem Tag. Wir hatten schon alles geplant. Und am Abend vorher dachten wir schon so, oh, keine Ahnung. Und am Morgen haben wir es dann tatsächlich gecancelt. Sind in Da Nang geblieben. Dann wollten wir eigentlich von Hue nach Ninh Binh. Ninh Binh hatten wir auch schon gebucht. Wir hatten einen Nachtzug dann von Da Nang nach Ninh Binh gebucht. Haben wir auch verfallen lassen, weil wir einfach so nicht mehr gepackt haben. Wir waren irgendwie so erschöpft und wir haben einfach mal eine Pause gebraucht, was aber auch voll fair ist. Eigentlich wäre dann noch der Plan gewesen, dass wir weiter zu Ha Long Bay gehen und dann von Ha Long Bay eben dann nach Hanoi. Jetzt sind wir direkt nach Hanoi geflogen, von Da Nang ist auch in Ordnung. Heißt, wir haben viele Stops ausgelassen, aber wer weiß, ob wir nochmal zurückkommen und dann können wir auch nochmal ganz in Ruhe in Nordvietnam erkunden. Eine weitere Sache, wo sich Vietnam echt stark von den Nachbarländern unterscheidet, ist tatsächlich der Verkehr, finden wir. Tatsächlich überall in Südostasien ist, glaube ich, der Verkehr sehr wild und sehr, anders als in Deutschland, genau. Es gibt nicht so richtig Verkehrsregeln, aber hier in Vietnam ist es irgendwie alles auf dem absoluten Maximum. Also wir sind echt mittlerweile gut dran gewöhnt. Wir sind jetzt echt schon lange auf Bali, wir sind schon viel in Thailand gefahren, auch in Kambodscha, aber hier... Gehen wir gerade in eine Sackgasse? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber hier ist es wirklich krass, weil die Leute machen einfach keine Schulterblicke und fahren einfach. Das heißt, schnell. Genau, es ist einfach schnell und fahren und durch. Und ich habe das Gefühl, genau, das ist es, so ein bisschen rücksichtslos. Ja, es ist, jeder ist so sich selbst am nächsten und fährt in der Hoffnung, dass die anderen halt bremsen. Ja, ich habe immer das Gefühl, auf Bali ist es so, jeder guckt so halb auf sich, halb auf die anderen Leute. Mal bremst man, mal gibt man Gas. So, jetzt wurden wir hier gerade fast abgeladen von so einer komischen Geschichte hier. Naja, auf jeden Fall ist es irgendwie, spiegelt sich das in mehreren Lebensbereichen unserer Meinung nach. Die Menschen hier sind schon irgendwie, ja, sehr anders als die Deutschen, sehr anders aber auch als die restlichen Menschen in Südostasien. Es ist einfach alles so ein bisschen drängelig. Und ja, zum Beispiel waren wir gestern bei einer Eisdiele und da hat sich einfach eine Local direkt vor uns gestellt. Also wir haben uns da angestellt in die Schlange und es ist einfach eine gekommen, hat sich halt direkt dauernd vor uns gestellt. Das machen die halt dauernd und das interessiert die auch überhaupt nicht. Wir haben uns jetzt nicht dämlich angestellt oder so. Also ja, wir wollen jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass die Vietnamesen nicht nett ganz sind. Ganz im Gegenteil. Die Individuellen sind super. Also wir haben uns mit Hotelbesitzern, unserem Apartment-Owner und so weiter unterhalten. Die waren alle herzensgut. Aber irgendwie in der Masse sind sie echt ein bisschen weird. Anders kann ich es nicht sagen. Also zumindest mussten wir uns persönlich jetzt erstmal dran gewöhnen. Uns wird auf jeden Fall mal interessieren, wie euch das bisher so gegangen ist, wo ihr vielleicht die bisher nettesten Menschen auf Reisen kennengelernt habt und wie ihr das vielleicht aber auch mit Vietnam gesehen habt. Aber ich glaube, dass alle auf ihre eigene Art und Weise irgendwie nett sind. Aber nett hier, und weird. Hier fällt es uns einfach irgendwie auf, dass sie so ihre ganz eigene Mentalität haben. Wir haben uns einmal frisch gemacht und gehen jetzt Richtung Sunset Hour zu einem wahrscheinlich der größten Highlights hier in Hanoi, nämlich zu der weltberühmten Train Street. Das ist so eine Straße und da fährt eben ein Zug entlang, wie der Name schon sagt. Aber das Besondere dabei ist, dass halt die ganzen Shops direkt am Gleis sind und da gibt es unendlich viele Videos und das wollen wir uns jetzt mal persönlich angucken, weil das soll gar nicht mehr so einfach sein. Da soll überall nämlich Polizei sein und wir hoffen, dass wir da irgendwo ein Café finden, wo wir uns vielleicht hinsetzen können und das ganze Spektakel beobachten können.
Wir sind jetzt in der Straße angekommen und erstmal sieht man keine Cafés, sondern nur Shops. Aber es hat mir schon vorher jemand auf Instagram geschrieben, dass es so ist und dass man irgendwie durch die Shops muss, um dann zu dem Café zu gelangen. Wir schauen jetzt mal, ob das klappt. Wir sind in der berühmten Train Street angekommen und es war tatsächlich richtig chillig. Also wir sind einfach einmal so über die Gleise gegangen und dann konnte man hier reingehen. Und hier sind dann so viele, ganz viele kleine Cafés. Hier kann man sich dann so einen Platz holen. Abgefahren. Ich fühle mich so illegal und ich weiß genau, meine Eltern kriegen einen absoluten Herzinfarkt, wenn sie mich hier rumtouren sehen. Guckt es euch nicht an. Guckt es nicht an. Aber es ist total ungefährlich. Man weiß ganz genau, wann der Zug kommt und diese ganzen Cafés sind wirklich direkt am Gleis. Also es wird später, wenn dann der Zug kommt. Genau, weil wir haben nämlich jetzt gerade leider einen Zug verpasst. Wir dachten eigentlich, dass er irgendwie um 5 kommt, aber der nächste kommt irgendwie um 7.12 Uhr, glaube ich. Ja. Heißt, wir gehen jetzt erstmal chillig was essen und dann schauen wir uns später das Spektakel von nahen an. Auch wenn wir jetzt nicht ganz so viele Orte in Vietnam gesehen haben, wie wir eigentlich vorhatten, können wir trotzdem sagen, dass wir super diverse Orte gesehen haben. Wir waren zum Beispiel in Hoi An. Es ist eine super traditionelle Stadt, die wird auch total traditionell gehalten und das ist auch ein Weltkulturerbe. Und jetzt auch gerade hier in Hanoi merkt man auch, wie das ist eine super traditionelle Stadt. Es ist relativ alt alles. Aber wir haben auch teilweise Sachen gesehen. Schaut da mal bei unserem Pukok-Video vorbei. Da waren wir so erschrocken. Ich weiß nicht ganz genau, was Vietnam davor hat, aber es werden richtige Fake-Welten hier gebaut in Vietnam. Und ich glaube, das ist für den chinesischen oder asiatischen Tourismus gedacht. Und wir wissen nicht so ganz, in welche Richtung sich Vietnam da so entwickeln will. Wir finden auf jeden Fall das Traditionelle sehr schön. Unser erster Eindruck von Hanoi ist auf jeden Fall richtig gut, weil uns das hier super gefällt, wie traditionell das hier ist. Wir sitzen jetzt hier an der Train Street und warten jetzt noch, dass gleich ein Zug durchfährt. Ich glaube, wir müssen noch ungefähr eine halbe Stunde warten. Und ich bin richtig gespannt hier auf das Spektakel. Aktuell sind noch nicht so viele Leute hier, aber man merkt auf jeden Fall, dass es sich wahrscheinlich zur Zugdurchfahrt füllen wird. Bist du nervös? Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt. Der Zug kommt in einer Minute, es wurden jetzt alle Tische weggeräumt und wir sollen unsere Füße einziehen. Also ich glaube, es wird richtig nah. Es gibt immer noch ein paar Leute, die Fotos machen, dass er das kann. Aber jetzt geht das Spektakel los. Richtig cool. Ah, such unsere Kronkorken. Da ist einer. Und hier, oder? Zeig mal. Wow, sind richtig warm. Nice. Wenn man hier vorher ein Bier bestellt, dann kann man nämlich den Kronkorken hier auf die Gleise legen und dann fährt der Zug drüber und dann ist er so platt gedrückt. Und das finde ich mal das coolste, individuellste Souvenir, was man überhaupt mitbringen kann. Was für eine mega coole Erfahrung. Wenn ihr in Hanoi seid, müsst ihr unbedingt hier vorbeischauen. Wir waren auch richtig happy. Also die ganzen Jungs und Mädels da an dem Train haben uns alle angeleitet, haben gesagt, jetzt kommt der Zug. Es war echt eine richtig coole Erfahrung. Super coole Erfahrung. Und ja, generell, unsere Vietnamreise war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle von Ups und Downs. Es gibt super viel, was uns extrem gut gefallen hat, wie Hoi An, Ho Chi Minh und auch Hanoi. Es gab auch Orte, die uns nicht so gut gefallen haben. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss jeder selbst entscheiden, wie es hier ist. Es gibt so viel Tolles an dem Land. Aber es gab einfach auch viele Dinge, die uns einfach nicht so gut gefallen haben. Und es war für uns auch eins eigentlich der allerersten Länder, wo wir wirklich eigentlich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen aufgehen. Und wir sind super gespannt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr Vietnam empfunden habt, wenn ihr schon mal da wart. Oder was für Erwartungen ihr habt, wenn ihr noch nie hinkommen wollt. Wir hoffen, euch hat diese Vietnam-Serie trotzdem Spaß gemacht, weil uns hat sie Spaß gemacht und es wird auf jeden Fall noch ein cooles Reiseplanungsvideo natürlich geben, bevor es dann weiter ins nächste Land geht.